Den Predigtext finden wir im ersten Buch Mose, Kapitel 19. Kapitel 19, die Verse 1 bis 29. Und lesen werde ich die Verse 1 bis 13. 1. Mose 19, die Verse 1 bis 13. Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt, und sprach: Siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen: Nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Er aber drang sehr in sie, da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus, und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen, und sie aßen. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu und sprach: Ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Sie aber sprachen: Mach, dass du fortkommst. Und sie sagten: Der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hände hinaus und zogen Lot zu sich ins Haus hinein und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, sodass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Und die Männer sprachen zu Lot: Hast du noch jemanden hier, einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter? Wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort. Denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, alle Hörer auch an den Geräten, lange Zeit war es gut gegangen, nahezu konfliktfrei. Lot, der Verwandte von Abraham, hatte sich in die Gesellschaft von Sodom, ja, wir würden sagen, integriert. Er gehörte dazu. Alle Warnungen vor dieser vermeintlich verruchten Stadt, alle bösen Vorahnungen waren wohl übertrieben gewesen. Jahre zuvor, als Abraham und sein Neffe sich getrennt hatten, weil ihre Herden damals zu groß wurden und Abraham dann in seiner Großzügigkeit zu seinem Neffen sagte: Du kannst sie aussuchen, willst du gern Westen, willst du gern Osten? Da hatte Lot sich für die wohlhabendere Region entschieden, südlich des Toten Meeres. Und in dieser Situation, da hieß es noch, 1. Mose 13, Vers 13, aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Ein Warnsignal. Aber Lot ließ sich davon kein schlechtes Gewissen machen. Er suchte sein Glück in der Region von Sodom, also südlich des Toten Meeres. Und jetzt, 6 Kapitel und einige Jahre später, da scheint der Plan aufgegangen zu sein. Und wir lesen am Beginn unseres heutigen Predigttextes, 1. Mose 19, und die zwei Engel, also die zwei Boten, kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Man überliest das schnell. Aber unter dem Tor ist mehr als eine Ortsbezeichnung. Unter dem Tor ist gleichzeitig eine soziologische Einordnung dieses Mannes. Das Tor war das öffentliche Forum. Im Tor wurden Geschäfte abgeschlossen, Recht gesprochen, Versammlungen abgehalten. Hier konnten soziale Notfälle gemeldet werden.
Das alles geschah im Tor. Lot aber saß im Tor, das heißt, er hatte sich etabliert dort in Sodom. Er hatte öffentliches Ansehen erworben. Er war ein akzeptierter Akteur in dieser Community, obwohl er als Fremdling von außen dazugekommen war. Jakob Kröker, ein Alttestamentler, schreibt dazu, dieses Sitzen Lots im Tore der Stadt zeigte, welch ein öffentliches Vertrauen er bereits in der Bürgerschaft Sodoms genoss. Im Tor saßen die Könige, Richter, die ersten Würdenträger der Stadt, von denen das Volk seine Rechtsentscheidungen und seine Leitung erwartete. Er hat es also geschafft. Und dann erlebt der Leser in diesem Kapitel mit, wie diese scheinbar heile Welt, wie dieses friedliche, bürgerliche Miteinander zwischen Lot und Sodom jäh zerbricht. Wie die Mehrheitsgesellschaft dort zu einem Mob wird, der Lots Haus bestürmt und droht, ihn zu lynchen, wie wir das dann in Vers 9 sehen. Sie aber sprachen, mach, dass du fortkommst. Und sie sagten, der ist der einzige Fremdling hier und er will den Richter spielen. Nun wollen wir, der Richter im Tor, ne? Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit deinen Gästen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Jetzt wird es ernst. Genesis 19 berichtet uns diesen Vorgang, der sich innerhalb weniger Stunden abspielt. Der Bericht beginnt am Abend, also gegen Sonnenuntergang. Am Abend kamen die und Lot saß im Tor und der Bericht endet nach einer tragischen Nacht im nächsten Morgengrauen, wo es dann in Vers 23 heißt, und die Sonne ging auf über dem Land, als Lot nach Zoar kam, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra. Das ist also die Zeitspanne vom Abend bis zum nächsten Morgen. Und wir sehen, es war nur ein dünner Firnis. Es war nur so etwas wie eine dünne Lackschicht, die den Gegensatz zwischen Lot und Sodom überdeckt hatte. Und Lot hatte das nicht wahrhaben wollen. Und dieser Lack, der bröckelt jetzt ab. Und das passiert in dem Moment, wo Lot hohen Besuch erhält aus einer anderen Welt. Und damit beginnt dieses Kapitel. Wir hatten das ja schon letzten Sonntag gesehen, dass diese zwei Boten dann nach der Begegnung mit Abraham weiterziehen nach Sodom. Bei diesen Männern handelt es sich um zwei Engel, zwei Boten Gottes in menschlicher Gestalt, die vorher schon Abraham aufgesucht hatten. Sie hatten Abraham mitgeteilt, dass er einen Sohn bekommen werde. Es war eine geheimnisvolle dritte Person dabei gewesen, wo Abraham dann erfährt, dass es Gott selbst. Wir wissen nicht genau, wie Gott ihnen dort im Einzelnen erschienen ist. Und diese Männer hatten Abraham auch gesagt, dass die Situation in Sodom ernster ist, als Lot wahrhaben wollte. Die Sünde Sodoms, lesen wir dort in 18,20, schreit zum Himmel. Das Geschrei über Sodom und Gomorra, sagt Gott, ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Sie schreit zum Himmel. Sie lehnen Gott persönlich ab. Das ist das Hauptproblem und Gott wird eingreifen. Aber es gibt noch eine Gnadenfrist. Und in dieses schmale Zeitfenster, in die Gnadenfrist dieser einen Nacht gewissermaßen, die dann noch bleibt. Das hatten wir letzten Sonntag gesehen. Da wirft Abraham sich hinein mit seiner Fürbitte für Sodom. Abraham handelt mit Gott um jeden einzelnen Menschen dort in Sodom. Und am Ende sagt er, ach zürne nicht, mein Herr, dass ich nur noch dieses eine Mal rede. Also Abraham zu Gott, vielleicht finden sich 10 Gerechte darin. In dieser Stadt, also 10 Menschen, die Gott ernst nehmen, die ihm glauben, die sich ihm anvertrauen, die ihm dienen wollen. Herr, dann wolltest du diese Stadt doch retten. Und Gott sagt, ja, wenn 10 drin sind, werde ich sie retten. Und dann kommen diese Männer nach Sodom. Und die nächsten Verse, die wir jetzt lesen, nochmal, die vermitteln uns einen tiefen Einblick in Lots persönliche Situation, in seine Familiensituation, in seinen Charakter. Und wir werden sehen, was Lot in dieser Nacht erlebt, ist auch die Frucht dessen, wie er in den zurückliegenden Jahren gelebt hat. Und es kann für uns persönlich sehr wichtig werden, was wir hier finden, weil wir hier nämlich sehen, wie ein gläubiger Mann, also wie jemand, der an den wahren Gott der Bibel glaubt, inmitten seiner Stadt, inmitten seiner Gesellschaft existiert und wie er mitten in deren Mainstream ein Leben lebt, das einerseits weiß um Gott, aber er weiß auch, dass dieser Mainstream ein Leben lebt, das eindeutig und krass gegen den Willen des Schöpfers gerichtet ist. In seinem Menschenbild, in seiner Ethik, auch in seiner Sexualethik.
und Lot und seine Familie mittendrin. Mittendrin. Aus dem Neuen Testament bekommen wir die sichere Bestätigung, dass es sich bei Lot um einen echten Gläubigen handelt. Im 2. Petrusbrief Kapitel 2 haben wir das gesehen, 2. Petrus 2, da heißt es, ja, über Sodom und Gomorra kam auch Gottes Gericht, sagt Petrus im Rückblick, während er, 2. Petrus 2, 7, den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er mit ansehen musste diesen Wandel und es mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihm wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Das heißt, Lot ist gerecht. Das heißt, nicht er ist perfekt, das heißt, er ist gläubig. Er meint es ernst mit dem lebendigen Gott. Und Lot, das sagt der 2. Petrusbrief, spürt diesen Gegensatz zu ihrem Lebensstil dort. Und es drückte auf sein Herz. Aber zugleich, und das sehen wir hier in Genesis 19, zugleich lebt Lot trotzdem lange Zeit dort in Sodom in friedlicher Koexistenz und erfreut sich einer allgemeinen Anerkennung, sonst säße er nicht dort im Tor. Und so wird Lots Familie zu einer Fallstudie, zu einem Testfall. Worauf muss ein gläubiger Mensch, und wir würden heute sagen, worauf muss ein Christ achten, der in einer Gesellschaft lebt, deren vorherrschendes Wertesystem im Leben zu seinem Glauben steht? Das ist die Situation von Lot. Und dabei kann man natürlich Lots Situation nicht eins zu eins auf unser Leben übertragen und die Bundesrepublik 2022 nicht eins zu eins mit Sodom gleichsetzen. Im Gegensatz zu Sodom beruft sich die Bundesrepublik hier offiziell auf ein Wertesystem, das sich der Bibel verdankt. Man sagt der jüdisch-christlichen Ethik. Unsere Minister werden auf ein Grundgesetz vereidigt, dessen Präambel mit Gott beginnt, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und damit ist der Gott der Bibel gemeint, wurde dieses Grundgesetz verabschiedet. Und daran ändert auch nichts, wenn einige bis hin zum Bundeskanzler in der Eidesformel den Namen Gott auslassen. Sie können nicht austilgen, dass es in der Verfassung steht, auf die sie schwören. Und das Grundgesetz versteht sich letztlich als Anwendung der christlichen Ethik. Und darum bekennt es sich zur Unantastbarkeit der Menschenwürde und zu seiner Freiheit. Es bekennt sich zum Schutz der klassischen Familie. Das Grundgesetz bekennt sich auch zur Unversehrtheit und Unangreifbarkeit des menschlichen Körpers, mit dem der Staat niemals zwangsweise experimentieren darf, etwa durch gentechnische Eingriffe. Und im Gefolge dessen bekennt sich das Grundgesetz zur Meinungsfreiheit, zur Pressefreiheit, zur Versammlungsfreiheit, zur Demonstrationsfreiheit und zur Religionsfreiheit, unser Grundgesetz. Und die Religionsfreiheit schließt auch die Predigtfreiheit ein, über das biblische Menschenbild und über das biblische Verständnis von Sünde zu predigen. Das alles garantiert das Grundgesetz. Anders als in Sodom. Als Grundrechte wird uns das garantiert. Und das heißt eben als Abwehrrechte, das muss man wissen, als Abwehrrechte, die jeden einzelnen Deutschen gegenüber staatlichen Eingriffen schützen sollen. Das war die Lehre, die die Väter und Mütter des Grundgesetzes aus der Nazi-Herrschaft gezogen hatten. Deswegen verabschiedeten sie das. Abwehrrechte jedes Einzelnen gegenüber dem Staat. Das sind die Grundrechte, das erfährt der Jurastudent im ersten Semester. Und wenn wir heute diesen Reichtum unseres Grundgesetzes benennen und uns daran erfreuen, diesen Reichtum, der sich letztlich dem biblischen Menschenbild verdankt, dann spüren wir, wie dieses Fundament unseres Landes in den letzten Jahren brüchig geworden ist. Und wir spüren, wie sich dieser Prozess der Schleifung unserer Grundrechte und damit der Schleifung unserer Demokratie in den letzten Monaten massiv beschleunigt hat. Wenn wir daran denken, dass im Infektionsschutzgesetz Artikel 20a etwa ausdrücklich steht, ohne dass dies eine große Empörung hervorgerufen hat, ich zitiere, durch die Absätze 1 bis 5, also IFSG Artikel 20a, wird das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit Artikel 2 Absatz 2 eingeschränkt. Das heißt, ein Gesetz, das ausdrücklich unser Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit einschränkt. Haben Sie den Schrei gehört? In der letzten Woche haben wir erlebt, dass jetzt ein einzelnes Institut, nämlich das Robert-Koch-Institut, die Macht erhalten hat, durch einen Vermerk auf seiner Homepage darüber zu entscheiden, ob Millionen von Bürgern bestimmte Freiheitsrechte wahrnehmen dürfen oder nicht.
Ich meine natürlich die willkürliche Verkürzung des Genesenenstatus auf 90 Tage. Und zwar spricht das Robert-Koch-Institut dort, ohne echte medizinische Evidenz dafür benennen zu können. Im Gegensatz zu Deutschland kann in der Schweiz der Genesenenstatus übrigens auf 12 Monate verlängert werden inzwischen. Und immerhin war der Sprecher des Gesundheitsministeriums so offen zuzugeben, dass man damit mehr Leute dem Impfdruck aussetzen könnte. Und das, obwohl die massiven Gefährdungen der mRNA-Stoffe von zahlreichen Wissenschaftlern ausführlich belegt worden sind, obwohl die Häufigkeit von schwersten Nebenwirkungen nicht mehr geleugnet werden kann, und zwar quer durch alle Altersstufen unter Kindern, unter Leistungssportlern, unter älteren Menschen. Und trotzdem gibt es gewichtige Stimmen, die bestimmte Berufsgruppen und in Zukunft vielleicht sogar uns alle zwingen wollen, diesen gentechnischen Eingriff in unseren Körpern zu erdulden. Möge der Herr das abwenden. Aber dieser Druck betrifft ja nicht nur die Christen, sondern er betrifft alle Staatsbürger in unserem Land. Aber wir als Christen gehören dazu. Wir tragen Verantwortung auch für unsere Mitmenschen außerhalb der Gemeinde. Und wir haben von Jesus den Auftrag, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Wir haben den Auftrag, immer noch das Beste unserer Stadt zu suchen, Jeremia 29. Und wir haben unseren Zeitgenossen, unabhängig von ihrem Glauben, mit Nächstenliebe beizustehen und ihnen zu sagen, dass wir das um Jesu Willen machen. Er ist der Herr. Und deshalb, liebe Gemeinde, können wir uns nicht vornehm heraushalten und in unseren Gemeinderäumen verkriechen. Wer wegschaut, wenn andere Grundrechte unterlaufen werden, provoziert geradezu, dass es irgendwann auch die Religionsfreiheit treffen wird. Es gibt ein berühmtes Zitat von Pfarrer Martin Niemöller, ein berühmtes Mitglied der Bekennenden Kirche. Niemöller, der manches geschrieben hat, dem wir sicherlich nicht zustimmen würden, aber der auf eine Gefährdung aufmerksam gemacht hat, Martin Niemöller. Und diese Gefährdung gilt nicht nur für gefährdete Personen, von denen er spricht, sondern sie gilt auch für gefährdete Grundrechte. Niemöller sagte, Zitat, als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialisten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschaftler. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Wir haben eine Verantwortung für unser Land, liebe Geschwister. Und an Lot können wir sehen, wie sensibel das Verhältnis des Gläubigen zu seinem Umfeld ist. Bis zu jenem Tag hatte er sich mit der Situation in Sodom so weit arrangiert, dass er nicht mit seinen Zeitgenossen in massive Konflikte geraten war, dass er diese etablierte Position im Tor der Stadt einnehmen durfte, obwohl die Sündhaftigkeit der Stadt zum Himmel schrie, wie wir ja gehört haben. Aber offensichtlich war dieses Schreien, das gen Himmel hallte, nicht bis zu Lots Ohren beziehungsweise zu seinem Herzen durchgedrungen. Sonst hätte er ja weder tatenlos noch unbehelligt im Tor der Stadt sitzen können. Er hätte vielmehr eine geistliche Offensive zur Veränderung der Situation starten müssen. Aber dann wäre es nicht mehr ruhig um ihn geblieben. Wir haben letzten Sonntag schon gesehen, welches maßgebliche Menschenbild damals von den Führern der Stadt vertreten wurde und welche ethischen Lebensentscheidungen daraus folgten. Und darum schwant Lot schon Schlimmes, als Gottes Boten in Gestalt von Männern die Stadt besuchten und dort die Nacht verbringen wollen, ursprünglich unter freiem Himmel. Und da drängt Lot darauf, dass sie unbedingt in seinem Haus übernachten sollen. Vers 3, aber er drang in sie, da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen und sie aßen. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, also eine repräsentative große Gruppe dort. Und sie riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus, damit wir uns über sie hermachen. Und das Wort, was dort steht, das Verb über sie hermachen, hatte ich letzten Sonntag gesagt, heißt im Hebräischen Yada und es bedeutet erkennen und es meint in diesem Kontext eindeutig die sexuelle Gemeinschaft. Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Genesis 4, Vers 1. Also darum geht es hier. Die Sünde,
dieser Männer ist nicht nur auf die Gewaltanwendung beschränkt, sondern sie liegt ebenfalls in der Verkehrung der Schöpfungsordnung, die Gott von Anfang an eindeutig als seinen Willen festgelegt hat. Und bei diesen Männern, die hier beschrieben werden, handelt es sich auch nicht um Außenseiter in Sodom, nicht um zufällige Besucher, die auf der Durchreise sind, sondern es ist eine repräsentative Gruppe, die den Mainstream der Stadt bestimmt und ihr geistiges Klima. Gott will nicht, dass Männer und Frauen in gleichgeschlechtlichen Verhältnissen leben. Das sagt die Bibel eindeutig, Römer 1, 1. Korinther 6, 9 bis 11 und viele andere. Sondern Gott hat Eva so geschaffen, dass sie eine Hilfe für Adam sein sollte und ihm entspricht. Und der Schöpfer hat seinen Segen dafür verheißen, dass Kinder einen Vater und eine Mutter haben, die ihnen in einer Familie Schutz und Geborgenheit schenken. Und in diesen Familien sollen die nachwachsenden Generationen ebenfalls erfahren, dass Gottes eindeutiger Schöpfungswille die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist. Und dass es zwei Geschlechter gibt. Und dass Gott das Geschlecht eines Menschen durch die Zeugung festlegt, wie wir alle gelernt haben, das 23. Chromosom XX oder XY. Und wir empfangen also nach dem christlichen Menschenbild unsere geschlechtliche Identität aus der Hand unseres Schöpfers. Und diese Identität ist nach Gottes Willen identisch mit unserem biologischen Geschlecht. Sie ist identisch mit unserem biologischen Geschlecht. Und deswegen widerspricht es dem biblischen Menschenbild, wenn Kinder durch ideologische Konzepte in ihrer sexuellen Identität verunsichert werden. So als müsste der Mensch seine sexuelle Identität selbst konstituieren und gegebenenfalls von Zeit zu Zeit verändern. Und deshalb widersprechen der Genderismus und der Transgenderismus und auch das Konzept einer gleichgeschlechtlichen Ehe dem Willen des Schöpfers, wie der heilige Gott seinen Willen eben in seinem Wort in der Bibel offenbart. Und diesen Willen hat die Kirche Jesu Christi durch die Jahrtausende hindurch immer wieder verkündet. Und er war auch den Gläubigen zu Lots Zeiten bereits bekannt. Adam wusste das, ebenso wie Noah, wie Abraham, wie Hiob oder eben Lot. Und damit stand Lot gegen den gesellschaftlichen Konsens in Sodom. Was wäre seine Aufgabe gewesen? Gottes Menschenbild gegenüber seinen Zeitgenossen zu bezeugen und zu erklären, das wäre seine Aufgabe gewesen. Den Sodomer Mitbewohnern liebevoll deutlich zu machen, dass ihr homosexueller Lebensstil in Gottes Augen als Sünde beurteilt wird. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann hätte er ihnen verkünden müssen, dass Gott aber Sünde vergeben will. Dass Gott Sünde vergeben will, und zwar auf allen Feldern unseres Lebens. Auf allen Feldern unseres Lebens. Und er hätte ihnen sagen müssen, dass was unsere Abhängigkeit von Gottes Vergebung angeht, wir als Menschen alle in einem Boot sitzen. Wir hängen an unterschiedlichen einzelnen Sünden. Aber diese Sünden kommen alle aus derselben Quelle. Sie kommen alle aus einem Herzen, das gegen Gott rebelliert. Wir sitzen alle in einem Boot. Und so hat es der Jesus dann später nochmal gesagt in Matthäus 15, ab Vers 18, als er sagte, was aus dem Mund herauskommt, also nicht was der Mensch ist, sondern was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen, so sagt der Herr Jesus, kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Wir sitzen alle in einem Boot. Und wir brauchen alle Gottes Vergebung. Das hätte Lot dort verkündigen müssen. Er hätte es in Freiheit bezeugen müssen. Das wäre seine Aufgabe gewesen. Und dann hätte jeder Sodomiter sich entscheiden können, wie er sich dazu verhalten will. Ob er das akzeptiert oder ob er das verwirft. Gottes Boten können und dürfen keinen Menschen dazu zwingen, Gott gehorsam zu werden. Dazu dürfen und können wir niemanden zwingen. Aber wir müssen unsere Zeitgenossen darüber informieren, was Gott von uns allen will und welche Konsequenzen er daraus ziehen wird. Wenn Lot das eingelöst hätte, ob er dann noch im Tor gesessen hätte dort? Oder wäre es ihm so ergangen wie der ehemaligen finnischen Innenministerin, die morgen am 24. Januar in ihrem Land angeklagt sein wird? Morgen wird der Prozess beginnen, gegen die Physikerin
Päivi Räsänen, 61 Jahre alt, wie gesagt, ehemals Innenministerin von Finnland. Sie wird angeklagt der Hassrede. Man legt ihr zur Last eine Schrift aus dem Jahr 2004, in der sie die biblische Sexualethik verteidigte. Man legt ihr zur Last eine Äußerung in einer Fernsehsendung aus dem Jahr 2018, wo sie ihre lutherische Kirche kritisierte wegen deren offizieller Unterstützung für eine LGBT-Pride-Veranstaltung. Sie sagt, das sollte meine lutherische Kirche nicht tun. Und man legt ihr zur Last einen kürzlich verfassten Tweet, wo sie einen Bibelvers auf ihrem persönlichen Twitter-Account veröffentlicht, der sich zur Frage der Sexualethik äußert. Und erhoben wurden diese drei Anklagen, die jeweils eine zweijährige Haftstrafe nach sich ziehen können. Frau Räsänen sagt, ich kann nicht akzeptieren, dass die Äußerung meiner religiösen Überzeugung eine Gefängnisstrafe bedeuten konnte. Ich halte mich nicht für schuldig, jemanden bedroht, verleumdet oder beleidigt zu haben. Meine Aussagen basierten alle auf den Lehren der Bibel über Ehe und Sexualität. Finnland. Lot hat sich anders verhalten. Lot hat sich so verhalten, wie es in einem Thesenpapier empfohlen wird, das im letzten Jahr in einigen christlichen Kreisen kursierte, das einigen von Ihnen wahrscheinlich auch bekannt ist. Das sollte eine besondere Hilfe für Corona-Zeiten sein. Und in diesem Thesenpapier steht unter anderem der Satz, ich zitiere, ethisch falsche oder zweifelhafte Gesetze des Staates, die dem Christen aber die Möglichkeit lassen, selber richtig zu handeln, also selber steht hier nicht, aber es ist gemeint, richtig zu handeln, müssen nicht bekämpft werden. Und mit bekämpft meinen sie, müssen nicht öffentlich kritisiert werden. Und dann wird als ein praktisches Beispiel für solche Themen unter anderem genau jenes Thema benannt, das Lot in Sodom betroffen hat, nämlich die Ehe für alle. Das ist das Lot-Thema. Lot hat sich genauso verhalten, wie es dieses Thesenpapier nahelegt. Genauso. Er hat geschwiegen. Er hat den Konflikt mit Sodom vermieden. Er hat deren Weltanschauung nicht öffentlich kritisiert, offensichtlich. Er wollte um jeden Preis als loyaler Staatsbürger dastehen. Und er hat sich vielleicht sogar noch eingeredet, durch seine Zurückhaltung ein gutes Zeugnis christlicher Bescheidenheit zu bieten. Aber damit hat er seinen Zeitgenossen gerade geschadet. Warum? Er hat den Sodomiten geschadet. Warum? Er hat ihnen die Chance vorenthalten, Gottes Willen zu verstehen und damit konfrontiert zu werden. Er hat sich an ihnen versündigt. Wenn die Kirche Gottes Wahrheit verschweigt und wenn die Kirche Jesu Christi nicht für Gottes Wahrheit kämpft, dann dient sie damit ihrer eigenen Bequemlichkeit. Aber sie dient gerade nicht ihrer Gesellschaft, sondern sie lässt ihre Gesellschaft im Stich. Ganz zu schweigen von der Ehre Gottes, die sie an diesem Punkt verrät. Und dieser innere Spagat fliegt immerhin in dem Moment auf, als Gottes Boten in die Stadt kommen und in Sodoms Haus einkehren. In dem Moment, ja, da entscheidet sich Lot für Gottes Seite. Aber auch das nur halbherzig. Hören Sie mal, wie er dann redet. Als sie dort eindringen, da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu und sprach, ach meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Verstehen Sie, er versucht sie zu begütigen. Er nennt sie sogar noch, ach meine Brüder. Und dann bietet er ihnen schiedlich friedlich einen Deal an, der einem das Blut in den Adern erstarren lässt. Johannes Busch bemerkt zu dieser Stelle, er merkt, dass Gott ernst macht, aber er will auch Sodom und all die guten Beziehungen nicht fallen lassen. Er probiert, den Graben zwischen Gott und dieser gottlosen Stadt zuzuschütten. Genau das versucht er. Er will den Riss, der sich dort auftut, dieser Firnis, der zerbröselt, er will das wieder zulackieren. Und die Heiden merken viel schneller als Lot, dass dieser Riss eben nicht so einfach zu kitten ist. Denn sie sagen in Vers 9 von wegen, Bruder, ein Fremdling bist du. Wir haben nichts mit dir zu tun. Und wir merken hier in dem Moment, wo Lot ihnen entgegentritt, und sei es nur, um seine Gäste zu schützen, wo er ihnen begütigend entgegentritt, und das noch mit der Begründung, versündigt euch doch nicht, da ist es seitens Sodoms mit der friedlichen Koexistenz vorbei. Und sie bedrohen ihn mit Gewalt. Mach, dass du fortkommst. Und sie drangen heftig auf ihn ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Und Lot versucht händeringend zu retten, was zu retten ist. Und dafür ist er sogar bereit, die Reinheit seiner Töchter
zu opfern. Vers 8, siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts. Und hier sehen wir wieder diesen opportunistischen Spagat, der scheitern muss. Einerseits waren die Töchter, die ja bereits verlobt waren, noch Jungfrauen. Das spricht dafür, dass er sie die biblische Ethik gelehrt hat. Kein Sex vor der Ehe in dem Fall. Da galt die biblische Ethik und trotzdem ist Lot bereit, sie dieser drängenden Männerhorde auszuliefern. Wie kann ein Vater sowas machen? Und das zeigt noch etwas. Wenn wir uns auf Dauer mit unbiblischen Positionen abfinden, dann färben sie auf uns ab. Ja, was macht Lot hier? Das ist der untaugliche Versuch, Sünde mit Sünde bekämpfen zu wollen. Und wir sehen, wie sein Denken schon teilweise von Sodoms Ethik ja eingefärbt ist. Wenn wir uns stillschweigend mit falscher Ethik arrangieren, wenn wir uns nicht davon abgrenzen, dann werden wir irgendwann einmal nicht mehr zwischen biblisch und unbiblisch, zwischen richtig und falsch unterscheiden können. Wilhelm Johannes Busch nochmal, Lot befindet sich in tödlicher Gefahr, sagt er, weil er inzwischen von Herzen mit Sodom verwandt und verschwägert ist. Da ist das Problem. Und darum ist inzwischen sein ganzes Leben, sein ganzes Urteil, sein ganzes Handeln geprägt von lauter lauen Kompromissen. Das ist ja unser Titel heute, den Sie auf dem Thumbnail finden. Lauter lauen Kompromissen. Schauen Sie, diese Mittelmäßigkeit, diese Halbheit, die prägt inzwischen seinen gesamten Lebensstil. Für die Sodomer ist er ein mittelmäßiger Zeitgenosse, der ihnen nicht die Wahrheit Gottes erklärt. Für seine Töchter ist er ein mittelmäßiger bis katastrophaler Vater, der ihnen einerseits die biblischen Maßstäbe wohl noch irgendwie beigebracht hat, aber andererseits bereit ist, sie zu opfern in diesem Deal. Und sogar, wenn ich das sagen darf, für seine Besucher ist er ein mittelmäßiger Gastgeber. Das ist nicht kriegsentscheidend, aber es passt in das Bild. Es zeigt, was aus seiner Persönlichkeit geworden ist. Also diese Beobachtung will ich Ihnen doch nochmal gönnen. In Vers 2, da heißt es, siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße, so mögt ihr früher am Morgen aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen, nein, wir wollen im Freien übernachten. Dann dringt er sie dann doch ins Haus zu kommen und steht hier, da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen und sie aßen. Möchte man sagen, guten Appetit, ja? Jetzt vergleichen Sie das bitte mal, was die Herren am Vortag bei Abraham aufgetischt bekamen. Nur zum Vergleich. 18 ab Vers 2. Und als er sie eilte ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, Abraham, beugte sich zur Erde nieder und sagte, mein Herr, habe ich Gnade gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll euch ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße, lasst euch nie unter den Baum. Und ich will ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, nimm rasch 3 Maß Feinmehl, knete sie, backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht und der Alte und bereitete es. Und er trug Butter und Milch auf von dem Kalb, das er zubereitet hatte. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Das ist eine andere Speisenfolge dort. Mittelmäßig war alles bei Lot. Und noch ein Unterschied fällt auf. Während Abraham sofort Sarah mit einbezieht, er geht zu Sarah und sagt, die Gäste sind da, jetzt muss es klappen hier. Und sie gehen die Situation irgendwie zusammen an. Das ist sehr sympathisch, das zu sehen. Tritt Lots Frau als Gastgeberin überhaupt nicht in Erscheinung. Ist nicht zu sehen. Vielleicht war sie eine Sodomitin, glaubte sie gar nicht an Gott. Also für seine Frau kann man sagen, war Lot auch ein mittelmäßiger Ehemann, der am Ende nicht einmal seine Frau dafür gewinnen konnte, Gottes Anweisungen zu folgen. Mittelmaß, wohin man schaut. Und schließlich sind da noch die potenziellen Schwiegersöhne. Als klar wird, dass Sodom Gottes letzten Ruf mit Füßen tritt. Als klar wird, dass sie Gottes letzte ausgestreckte Hand mit Karacho und höhnisch wegschlagen. Denn diese Boten waren Gottes letzte ausgestreckte Hand. Lüthi schreibt, der nächtliche Engelbesuch war eine letzte dargebotene Hand Gottes. Und als sie das noch weghauen, da ist Gottes Gericht über Sodoms Sünde nicht mehr aufzuhalten. Adam hatte ja gerungen um diese Stadt und hatte gesagt, wenn nur 10 Gerechte da sind, Gott. Und Gott hatte gesagt, okay, wenn 10 Gerechte da sind, werde ich sie verschonen.
Aber am Ende war keiner mehr da. Kein einziger. Und trotzdem, Gott hält Lot an, noch immer um jeden Einzelnen zu kämpfen. Und daran sehen wir, wie sehr Gott retten will. Auch das wird in diesem Bericht so deutlich. Vers 12, wie sehr Gott retten will. Und die Männer sprachen zu Lot, hast du hier noch jemand, einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter, wer in der Stadt zu dir gehört, den führe heraus aus diesem Ort. Also, denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, diesen Ort zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten. Und sprach, macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Luther übersetzt schonungslos, es war ihnen lächerlich. Es war ihnen lächerlich. Und jetzt sehen wir den Preis für Lots Mittelmäßigkeit, die zusammengesetzt war aus lauter lauen Kompromissen. Lots Leben ein Patchwork aus Opportunismus, aus Anpassung, aus Pragmatismus. Und Glauben, ja, Glauben, aber als Privatsache, mit der die Sodoma nicht weiter behelligte, mit dieser Privatsache. Und jetzt, wo es noch einmal darauf ankäme, dass seine Worte ernst genommen werden, wenigstens von den eigenen Leuten, da hat Lot jegliche Autorität verspielt. Das ist so erschreckend zu sehen. Jetzt, wo er einmal schnörkellos die Wahrheit sagt, ihm Gott aufgetragen. Das macht er hier wirklich. Das einzige Mal, wo er wirklich Klartext redet und er sagt, geht hinaus, der Herr wird diese Stadt verderben. Da redet er wie ein Prophet. Einmal. Da glauben sie ihm nicht mehr. Da nehmen sie ihn nicht mehr ernst. Das ist natürlich ihre Verantwortung, die Verantwortung der Schwiegersöhne, der zukünftigen, dass sie Gottes ausgestreckte Hand, die ihnen in Lot noch einmal hingehalten wird, wegschlagen, ja. Aber es ist Lots Verantwortung, dass er vorher viel zu lange geschwiegen hat und dass er durch sein laues Leben zu dem Zeitpunkt schon alle Glaubwürdigkeit verloren hatte. Das ist bitter. Was nützt ihm da die oberflächliche Anerkennung, die er in Sodoms Tor genossen hatte, die er damit erkauft hatte, dass er seinen Glauben und seine Überzeugung zurückgehalten hatte? Wissen Sie, der faule Kompromiss und die Lauheit, der Opportunismus, dieses Hinken auf beiden Seiten, das hatte sich bis in die DNA seiner Persönlichkeit hineingefressen. Und es zeigte sich jetzt am Schluss, selbst dann noch, als es darauf ankommt, dem Verderben zu entrinnen und sich retten zu lassen. Das wollen wir noch schnell lesen, ab Vers 15. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen, mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Und jetzt hören Sie, als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte und sie führten ihn hinaus. Ja, sie haben richtig gehört, als er noch zögerte. Das ist schon wieder. Und jetzt könnte es ihn töten, dieses Hinken auf beiden Seiten. Natürlich will Lot nicht mit Sodom untergehen, das ist schon klar. Aber eigentlich kann er sich auch nichts von seiner Wahlheimat retten. Und er will sich davon nicht trennen, ja? So viele Erinnerungen, die sich damit verknüpften. Und sein Haus stand jetzt da. Und er zögert in dieser Situation. Und so erweist sich Lot am Ende nicht nur als mittelmäßiger Zeitgenosse, der sich mit dem Mainstream arrangierte, als mittelmäßiger Gastgeber, als mittelmäßiger Vater, als mittelmäßiger Schwiegervater, sondern er erweist sich auch als ein mittelmäßiger Flüchtling. Sogar da ist er noch mittelmäßig. Ja, der selbst in dieser Situation noch herumeiert und an seinen kleinkarierten Vorstellungen festhält. Schauen Sie mal, während Abraham sich für eine ganze Stadt in die Bresche geworfen hat, da feilscht Lot um ein, wie er meint, etwas komfortableres Exil. Vers 17. Und das geschah, als er sie hinausgeführt hatte, also Gottes Bote, da sprach einer, rette deine Seele und schaue nicht zurück und stehe auch nicht still in dieser ganzen Umgegend. Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Aber Lot sprach zu ihnen, ach nein, mein Herr. Siehe doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden. Ja, und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich dort ereilen, sodass ich dort sterben müsste. Siehe, jene Stadt dort, du ist so nahe, dass ich dahin fliehen könnte.
sie ist klein. Ach, lass mich doch dahin fliehen. Nur, dass meine Seele am Leben bleibt. Da sprach er zu ihm, sie, ich habe dich auch in dieser Sache noch erhöht, dass ich diese Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Man kann es kaum noch mit ansehen. Ja? Und zum Schluss, das verschlägt einem den Atem. Was einem zum Schluss wirklich den Atem verschlägt, ist Gottes Geduld mit diesem Typen. Verstehen Sie? An Lot können wir wirklich studieren, was Gnade bedeutet. Dass Gott einen Menschen rettet, der es, wie wir zu Recht empfinden, eigentlich nicht verdient hätte. Der so viel falsch macht, der uns eigentlich zutiefst unsympathisch ist nach dem, was wir hier lesen. Und Lot ahnt das mit dieser Gnade Gottes. Er sagt ja im Vers 19, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Irgendwie ahnt er das ja. Aber warum hat Gott das gemacht? Warum hat Gott das gemacht? Die Antwort steht in Vers 16. Sie haben ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand ergriffen. Warum? Weil der Herr ihn verschonen wollte. Das ist der Grund. Gottes gnädiger Wille, ihn zu verschonen. Und wir fragen sofort weiter, ja, was unterscheidet denn den Lot von den Sodomiten? Nun gut, gewisse Entscheidungen im Bereich der Ethik, okay. Aber daran hätte es sich nicht entschieden. Und natürlich war es für Lot auch viel leichter gewesen, Gottes Willen zu verstehen und zu kennen, wenn Sie bedenken, aus welcher Tradition der kam. Lot hatte wichtige Jahre seines jungen Lebens im Umfeld seines Onkels Abraham verbracht. Und der hatte Gott absolut ernst genommen. Der kannte seinen Gott. Und damals, als Abraham dann auf Gottes Ruf hinausgezogen war, das lag schon lange zurück, als er Haran im Osten verlassen hatte, um Kurs auf das gelobte Land zu nehmen, da hat es Lot nicht in Haran gehalten und er hat sich ins Schlepptau seines Onkels begeben. Da war wenigstens was los. Und im Schlepptau Abrahams hatte Lot nicht nur ein spannendes, abenteuerliches Leben gefunden, sondern den lebendigen Gott. Und bei allem, was man über Abraham sagen mag, der war nicht mittelmäßig. Der war kein Opportunist, der war echt. Und darum hatte er auch eine Autorität gegenüber seinem Neffen. Der Abraham hat auch krasse Fehler gemacht. Wir wissen das und werden wir auch nächsten Sonntag wieder was davon sehen oder übernächsten. Aber Abraham lebt ein hingegebenes Leben für Gott. Das war klar. Er nahm diesen heiligen Gott ernster als alles andere. Und Abraham warf sein Leben immer wieder mit voller Wucht in die Waagschale. Haben wir letzten Sonntag gesehen. Sogar für Sodom und auch für diesen Neffen Lot. Das lesen wir hier zum Schluss in Vers 29. Und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham. Und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gelebt hatte. Da gedachte Gott an Abraham erstmal. Der hatte Fürbitte getan für seinen Neffen. Und wenn wir am Ende also nochmal fragen, was war es nun, das Lot noch von den Sodomern unterschied, dann bleibt das eine, aber entscheidende, dass er Gott wirklich geglaubt hat. Trotz allem. Das wissen wir letztlich von 2. Petrus 2, Vers 4. Da wird Lot als der gerechte Lot bezeichnet. Und gerecht meint in diesen Zusammenhängen nie sündlos oder vollkommen, sondern echt gläubig, wissend darum, ich brauche diesen lebendigen Gott, um gerettet zu werden für die Ewigkeit. Das meint gerecht hier. Ja, das unterschied ihn von Sodom, dass er Gott ernst nahm und dass Lot auch wusste, dass er ohne Gott und seine Gnade keine Chance haben würde, jemals gerettet zu werden. Das wusste er. Und darum wusste Lot auch in der Krise, als Gottes Boten und der Mob von Sodom so zusammenstießen und aufeinanderstießen in dieser kritischen Situation. Darum wusste Lot auch in der Krise, wohin er gehörte. Und er hat diese Männer geschützt vor den Angriffen. Er hat sich auf Gottes Seite gestellt. Das war für ihn keine Frage. Immerhin. Und er hat trotzdem so erbärmlich dann reagiert. Am Ende hat Gott ihn durchgebracht. Und er hat Lot vor dem Ende bewahrt, dass seine Frau ereilte. Das sehen wir zum Schluss. Sie müssen dann flüchten und werden mitgenommen und haben diese Aufforderung, schaut nicht zurück, klammert euch nicht an das, was jetzt hinter euch liegt. Und sie machen das so, sie halten sich dran, ja, Lot hält sich dran, aber nicht seine Frau. Denn wir lesen Vers 26, aber Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken. Da wurde sie zu einer Salzsäule.
Gottes Gericht ereilt sie sofort, weil sie sich nicht trennen will von ihrer Vergangenheit. Wir wissen nicht, was sich im Herzen von Lots Frau abspielte. Aber Jesus hat ihren Fall 2000 Jahre später noch einmal aufgenommen. Das hilft uns ein bisschen, das zu verstehen. In Lukas 17, Vers 32, da hat Jesus diese Situation noch mal aufgenommen. Damit kommen wir dann der Zielgerade näher. Lukas 17, Vers 32. Da sagt Jesus in einem warnenden Zusammenhang, dass die Leute wachsam sein wollen. 17,32, Lukas. Gedenkt an Lots Frau. Gedenkt an Lots Frau. Und wenn wir fragen, warum, gehen wir einen Vers weiter, nämlich Vers 33. Und da sagt Jesus, wer sein Leben zu retten versucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Und damit meint Jesus, wer durch seine eigene Kraft und durch seine eigene Klugheit sein Leben bewahren will, sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer meint, er sichert sich lieber im Sichtbaren ab und klammert sich an das Sichtbare, Vergängliche, als an den lebendigen Gott, der wird sein Leben verlieren. Aber wer sein Leben verliert, sagt Jesus, das heißt, wer es Gott überlässt, wer zugibt, ich kann mich nicht selber retten, ich brauche dich, Herr, und ich lege mein Leben in deine Hand, ich vertraue dir, in all meiner Schwachheit, weil ich weiß, dass du allein stark bist. Der, sagt Jesus, wird gerettet. Und schauen Sie, das war letztlich der Unterschied zwischen Lot und seiner Frau. Und was Jesus dann im nächsten Vers sagt, für die Zukunft gewissermaßen vorhersagt, das hat sich an den beiden schon vorab erfüllt. Da sagt er, ich sage euch, in einer Nacht werden zwei in einem Bett sein. Der eine wird angenommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden miteinander auf der Mühle mahlen. Die eine wird angenommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird zurückgelassen. Lot wird angenommen, seine Frau wird zurückgelassen. Und dann werden am Ende die Machtverhältnisse ganz, ganz klar. Vers 23, und die Sonne ging auf über dem Land, als Lot nach Soar kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn, vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und Lots Frau schaute hinter seinem Rücken zurück. Da wurde sie zu einer Salzsäule. Abraham aber begab sich früh am Morgen, nachdem alles gelaufen war, zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab auf Sodom und Gomorra und auf das ganze Land jener Gegend und sah sich um, und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land, wie der Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da dachte Gott an Abraham, und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Liebe Geschwister, wir brauchen uns nicht ängstlich wegzuducken wie Lot. Auch nicht angesichts der sehr ernsten und zum Teil gefährlichen Entwicklungen, die wir in unseren Tagen erleben. Wir brauchen uns nicht wegzuducken als Gemeinde Jesu Christi. Auch nichts angesichts dessen, dass die Freiheit in unserem Land in diesen Wochen und Monaten unter Beschuss steht, wie wohl noch nie zuvor in ihrer über 70-jährigen Geschichte unserer Bundesrepublik. Ja, das ist wahr. Aber unser Leben gehört dem Gott Abrahams und Lot. Unser Leben gehört dem Gott, der das letzte Wort spricht über Sodom und über jede andere Stadt dieser Welt. Sei es A wie Athen oder B wie Berlin. Oder C wie Cambridge oder D wie Davos, von wo in dieser Woche uns wieder der Great Reset angedroht wurde. Aber Gott, unser Gott, hat alle Macht. Und darum wollen wir ihn bestürmen mit unseren Gebeten, wie das Abraham getan hat. Und so rufen wir auf zu einem Gebetstag im gesamten deutschsprachigen Raum am kommenden Sonntag, dem 30. Januar. Wir rufen dazu auf, wir wollen dazu Mut machen. Und wir, das ist nicht nur die BEG Hannover, sondern das ist der Arbeitskreis Christliche Corona-Hilfe. Und wer sich an diesem Gebetstag beteiligen will von Ihnen, als Gemeinde,
als Hauskreis oder auch als Einzelner. Der findet dazu den Link in der Beschreibung zu diesem Video und er findet diesen Link, auch diesen Hinweis auf der Homepage unserer Gemeinde. Gebetstag zu dem allmächtigen, treuen Gott am 30. Januar. Dazu laden wir herzlich ein. Für heute bleiben uns von Lots Leben am Ende zwei knappe Botschaften. Zwei knappe Botschaften, mit denen ich schließe. Eine tröstliche und eine warnende. Die tröstliche Botschaft ist, dass Gott seine Gerechten durchbringt und rettet. Das ist die tröstliche Botschaft, dass Gott seine Gerechten durchbringt und rettet, auch wenn sie unterwegs massiv schwächeln, wie wir bei Lot gesehen haben. Und das ist die entscheidende Frage an dich persönlich. Bist du ein Gerechter? Das heißt, bist du ein Geretteter? Und Gott hat ganz klar gesagt, auf welchem Weg er uns rettet und zu Gerechten macht, nämlich allein durch seinen Sohn Jesus Christus. Er hat das damals perfekt gemacht, als er am Kreuz unsere Strafe ertrug und für unsere Schuld starb. Und als er durch die Macht seiner Auferstehung den Tod besiegte. Und jetzt jeder wissen kann, es gilt, dass Jesus und Jesus allein dich retten kann vor der Hölle und vor der ewigen Verlorenheit. Und dass er allein dein Leben auf einen sicheren Grund stellen kann. Dann bist du ein Gerechter, egal wie schwach oder stark du in den einzelnen Entscheidungen deines Lebens bist. Er will dich dann stärker machen. Aber ob du gerecht bist oder nicht, hängt einzig und allein daran ab, ob dein Leben an Jesus hängt, ob du ihn hast. Das ist das Erste, das du klären musst. Bist du ein Gerechter? Das ist die tröstliche Botschaft. Gott bringt ihn durch. Und dann das andere, die warnende Botschaft. Und die warnende Botschaft heißt, hüte dich vor lauen Kompromissen. Hüte dich vor lauen Kompromissen. Du siehst, wohin das führt. Und bitte Gott, dass er dein Leben vor lauen Kompromissen bewahrt und dass er es davon reinigt, wo du sie in deinem Leben bemerkst. Lot, ja, Lot wurde am Ende gerettet. Paulus würde sagen, wie ein brennendes Scheit aus dem Feuer. Aber er wurde immerhin gerettet. Aber er wurde kein Segen für Sodom. Die Sodomiten hatten Lot stärker beeinflusst als er sie. Bei dir und bei mir soll es umgekehrt sein. Du sollst erkennbar sein für deine Zeitgenossen. Und wir wollen auch als Gemeinde erkennbar sein für unser säkulares Umfeld, dass sie wissen, wofür wir stehen. Und wenn dann ein Zeitgenosse sein Elend erkennt und verzweifelt nach Hilfe sucht, dann soll er wissen, wo er uns finden kann und wissen, wen er ansprechen kann. So wie Robert Lagerström, mit dem ich schließe. Robert Lagerström gehörte zu der Gay Activist Group in Los Angeles, also zu der aktiven homosexuellen Bewegung dort. Er hatte enge persönliche Verbindungen zu den Organisatoren der Gay Pride Parade, so eine Art Christopher Street Day dort in Los Angeles. Und dann bekam er AIDS. Und er erfuhr von seinem Arzt, dass ihm nur noch eine kurze Lebenszeit bleiben würde. Und in seiner Not, da fragte er seine Leute, wo kann ich hingehen und Hilfe kriegen? Ich habe Angst zu sterben. Und ich muss klären, was mit Gott ist. Wo kann ich hin? Und einer seiner homosexuellen Freunde sagte, dann musst du zur Grace Community Church gehen, zu John MacArthur. Da musst du hingehen. Und auf den Rat seines Freundes ging er dann dorthin, in diesen Worship Center an der Roscoe Road, wo ich auch schon oft war. Und als er in diesen Gottesdienst kommt, liest John MacArthur die Schriftlesung Psalm 107. Und er liest den ganzen Psalm und da heißt es ab Vers 5, ihre Seele verschmachtete in ihnen, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten und führte sie auf den rechten Weg, dass sie zu einer Stadt gelangen, in der sie wohnen konnten. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade, die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen, weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. Das hörte Robert Lagerström. Er hörte das und es traf ihn mitten ins Herz.
Und später hat er das nochmal erzählt. Er hat gesagt zu John MacArthur, als sie das lasen, da wusste ich in dem Moment, hier bin ich genau richtig. Und ich musste sofort weinen und ich wollte so schnell wie möglich beten, dass Gott doch auch meine Fesseln zerschlägt und mich den richtigen Weg führt. Ich wäre am liebsten sofort zu ihnen nach vorne gestürzt. Aber dann sang der Chor und dann sang die Gemeinde. Und dann fingen sie an zu predigen und predigten. Und ich dachte immer, warum hört er nicht endlich auf zu predigen, dass ich endlich hingehen kann und erfahren kann, wie ich zu Gott rufen kann. Ich habe sonst von der Predigt gar nichts mehr mitbekommen. Und nach dem Gottesdienst kam er sofort zum Gespräch. Und er beugte sich vor Gott und bekannte seine Schuld. Und Gott hört ihn. Und Robert Lagerström verstand, warum Jesus für unsere Schuld sterben musste. Und er wurde wunderbar gerettet. Und von dem Tag an wurde Robert ein strahlendes Zeugnis für Gottes Gnade. Er wurde noch getauft dort in der Gemeinde. Er hat bei dieser Taufe noch einmal öffentlich seine Geschichte erzählt. Und dann nutzte er die letzten Monate seines Lebens. Er nutzte jede Gelegenheit, um den Menschen, die von seinem alten Leben gewusst hatten, das Evangelium von Jesus zu bringen. Und als dann die Gay Parade in Los Angeles stattfand und er schon schwer da niederlag und als die führenden Leute der Bewegung noch einmal zu ihm nach Hause kamen, zu einem Abschiedsbesuch zu dem Sterbenden, da bezeugte er auch ihnen das Evangelium und sagte ihnen, warum wir alle Jesus und seine Vergebung brauchen. Und dann ging er nach Hause zu seinem Herrn, gerettet und getrost, um auf ewig bei ihm zu sein. Menschen brauchen Jesus. Und darum wollen wir, anders als Lot, wollen wir als seine Boten erkennbar sein in unserer Welt, damit sie Jesus finden. Herr Jesus Christus, danke, dass du immer noch da bist. Und dass wer zu dir kommt, nicht weggestoßen wird. Herr, danke, dass du Robert Lagerström gerettet hast und viele andere und auch die meisten von uns hier. Gib, dass wir erkennbar sind als deine Gemeinde, als deine Zeugen, als deine Boten, damit Menschen wissen, wo sie Antwort und Hilfe finden können, wenn sie nach Rettung suchen und nach Trost in größter Not. Wir beten dich an, allmächtiger Gott, dafür, dass du dich über uns erbarmt hast und dass wir heute so zu dir kommen dürfen. Du lieber guter Herr. Amen. Wir laden herzlich ein zum kommenden Sonntag. Da wird es auch in der Predigt um die Bedeutung des Gebets gehen in dieser Situation. Und jetzt lasst uns das nächste Lied singen. Alles gebe ich dir.